Dunkle Jacke, Schiebermütze. So erschien Michail Gorbatschow am Checkpoint Charlie. Und es blieb nicht lange leise um ihn. 2 Tage vor dem 25. Jahrestag des Mauerfalls wurde Gorbatschow mit Applaus und Jubel empfangen. Und er sprach weise Worte zum Volk. Er beglückwünschte die Berliner und erklärte, dass er den 9. November 2014 gern in der deutschen Hauptstadt verbringen wird. Aber der 83-Jährige sagte auch, dass er hoffe, dass man die Spannungen, die in der letzten Zeit entstanden sind, in den Griff bekomme. Dann hinterließ der wohl beliebteste Russe in Deutschland die Abdrücke seiner Hände am Checkpoint Charlie. Einen Ausspruch hörte man heute besonders oft. Danke, Gorbi.